Vor allem Schwarzer ist bei uns, kommen Sie an meine grüne Seite, kommen Sie ein Stückchen zurück, bitte. Ja, der Prozess, das Urteil ist gesprochen, Jörg Kachelmann ist freigesprochen worden. Wie beurteilen Sie das? Ja, es ist kein Freispruch, auf den er stolz sein kann. Er ist freigesprochen worden. Ja, er ist freigesprochen, sicher. Wir haben das Rechtsprinzip im Zweifel für den Angeklagten. Und der Richter hat ja sehr ausführlich dargelegt, dass der Verdacht sich zwar gemindert hat, aber nicht verflüchtigt. Dass der Verdacht weiter besteht. Dass man jedoch nicht ausreichend überzeugt war davon, dass er es wirklich getan hat. Er kann es aber auch getan haben. Das heißt, wir alle bleiben ziemlich ratlos und unbefriedigt zurück. Ja? Da ist ein Mann, der angeklagt war einer Vergewaltigung, freigesprochen worden aus Zweifeln, die dennoch geblieben sind. Das ist juristisch dann auch richtig. Da ist eine Frau, die weinend da sitzt. Auf jeden Fall ist klar geworden im Urteil, dass Herr Kachelmann im Gegensatz zu dem, was er behauptet hat, dieses sei nur eine Sexaffäre gewesen und so weiter, dass die Frau zu Recht von einer Beziehung ausgegangen ist, dass man ein gemeinsames Leben, Kinder, gemeinsames Haus geplant hat und dass Herr Kachelmann nicht nur diese Frau, sondern viele Frauen tief und permanent manipuliert und belogen hat. Das ist nicht strafbar, aber es gibt keinen Grund für Herrn Kachelmann stolz zu sein. Es ist bedrückend, was wir da im Urteil gehört haben. Aber das angebliche Opfer kann das Ganze auch aus Rache getan haben, oder? Diesen Gesichtspunkt müssen Sie doch auch berücksichtigen. Das hat der Richter entschieden zurückgewiesen. Der Richter sagt, es gibt keinen Anhaltspunkt bei der Frau. Das ist ja von manchen Medien geschrieben worden, die sich auch noch über diese Frauen lustig machen. Es gibt keinen Anhaltspunkt, dass sie rachsüchtig war und sich so verhalten hat. Aber die Möglichkeit kann doch bestehen, dass das ihr Motiv war. Das Gericht ist nicht zu dem Schluss gekommen. Sie denken das vielleicht, aber das Gericht denkt das nicht und ich denke es auch nicht. Danke, vielen Dank.